Ja, eine Internetsendung zeigte, dass der weißrussische Präsident ein sehr vernünftiger Landesvater ist, der einfach genau weiß, wenn wir bei Corona jetzt einen totalen Lockdown machen würden, würden wir sozusagen unsere Volkswirtschaft so ruinieren. Und er weiß eben, oder er weiß als vernünftiger Landesvater eben, dass, wie gefährlich es ist, zum Beispiel in der volkswirtschaftlichen Stabilität in die Nähe des Iraks zu kommen und damit dann auch irgendwann in der Rüstungsfrage in die Nähe des Iraks zu kommen. Und wie es dem Irak ergangen ist, weiß ja hoffentlich jeder. Der Präsident Saddam Hussein wurde getötet und Millionen seiner Bürger wurden getötet. Na, ja, also deswegen, also das hat schon sehr vernünftige Gründe, dass Weißrussland ganz aktiv Corona völlig ignoriert und Dr. Knut Witkowski hat gesagt, ja, und er schätzt es auch so ein, dass es sich um eine kräftige Grippevariante handelt. Ja, und diese kräftige Grippevariante führt dazu, dass ein paar mehr vielleicht sterben als zum Beispiel 2018, ja. Aber das ist alles kein Grund, irgendwelche sozusagen die Volkswirtschaft zu ruinieren und damit irgendwie ganze Staaten zu zerstören oder zu einem Abstieg in der Weltrangliste sozusagen zu bringen, nur weil eine Grippe mal einen Tick schwächer, Tick stärker ausfällt als zum Beispiel 2018, ja? Und übrigens bei Schweden steht das ja auch gar nicht fest, dass das schon, dass das wirklich stärker ist, denn das kann ja auch daran liegen, dass wirklich Schweden besonders schlecht in der Versorgung seiner Alten ist und deswegen ja auch über die Hälfte dann natürlich in den Altenheimen dann auch gestorben sind. Ne? Also von daher wäre ich noch gar nicht so sicher, ob es wirklich deutlich kräftiger als eine deutlich kräftiger Grippe Saison ist oder ob es eigentlich so ungefähr vom Kaliber bei 2018 liegt. Ne? Ja, dann ein paar Gedanken. Die einander entgegenstehenden Interessen der Milliardärskönige verhindern ja eigentlich Großverschwörungen. Das hat so auch eine Internetsendung dargestellt, Leute, damit es eine Großverschwörung gibt, müssten ja auch die Milliardärskönige sich überhaupt mal einig sein. Aber in Wirklichkeit konkurrieren die doch ganz stark miteinander. Ja, hier, wenn einer, na, jetzt habe ich hier, wenn einer hier sozusagen zum Beispiel Aktien von Pharmakonzernen hat, von Impfkonzernen und so weiter. Und also eigentlich sozusagen, je mehr Kranke es gibt, desto mehr verdient, ja. Dann haben andere Milliardärskönige, die Großaktionäre sind von Automobilindustrie oder von, ja, von Autokonzernen zum Beispiel. Die haben das gegenteilige Interesse. Je weniger Kranke es gibt, desto mehr Dividenden können diese Automobilkonzerne ausschütten. Ja? Und wie soll es da zu Verschwörungen kommen, wenn sozusagen, und es kann sogar sein, wurde angedeutet, dass ja auch die einen Milliardäre sozusagen vielleicht Kriege vom Zaun brechen, um eben die anderen Milliardäre zu schwächen und um dann deren Bereich zu übernehmen und so weiter. Ja, also sozusagen so die Idee, das gäbe da irgendwelche großen Verschwörungen, das ist kaum vorstellbar, dass da die Leute also sozusagen überhaupt sich einig werden über irgendwelche gemeinsamen Ziele. Ne?
Am Samstag werden wir hoffentlich mit zwei prominenten Damen die erste Demokratie pur Talkshow haben, sozusagen. Und da wird es eben auch die Frage geben, welche Verfassungsänderungen würden Sie zuerst anregen, als zur Diskussion stellen? Welche Gesetzesänderungsvorschläge würden Sie zuerst sozusagen zur Diskussion stellen? Und ja, und dann noch ein Gedanke. Ich habe es ja ganz oft, ich verweise heute besonders auf alle anderen Sendungen, ja, weil ich heute nicht alles wiederholen kann. Ja, der Mensch scheint ein Schenktier zu sein, ja, von Natur aus. Wir sind eigentlich ein Schenktier und deswegen, wenn wir wieder in den Schenkmodus zurückkommen, geht die Schere zwischen Arm und Reich auch wieder zusammen. Und ja, und manche Leute zum Beispiel haben Corona noch gar nicht gehabt. Das kann nämlich auch sein, weil, dass sie es nicht gehabt haben, weil ihr Immunsystem zu stark ist, um überhaupt den Coronavirus in sich reinzulassen. Auch das gibt es nämlich, ne? Und dann haben die natürlich keine Antikörper, aber sie sind trotzdem immun dagegen, weil sie ein so starkes Immunsystem haben, dass der Coronavirus gar nicht in sie hineinkommt. Ne? Das ist nämlich auch möglich. Ne? So, dann haben wir hier noch eine kurze Bemerkung, oder was jetzt gerade gemeldet wurde, auch bei GMX gemeldet wurde. Ja, wenn jemand arm und dumm ist, dann ist es klar, dann wird er automatisch Opfer der gewinnbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft. Darauf folgt ein schwaches Immunsystem und darauf folgt dann der Corona-Tod. Also, denn es wurde berichtet, dass offensichtlich ganz viele arme Menschen und eben weniger gebildete, also arm und dumm, ist einfach so, solange wir die Marktwirtschaft haben, gibt es Millionen gewinnbringende Irrtümer. Die gebildeten Leute durchschauen wenigstens einige dieser gewinnbringenden Irrtümer, haben dadurch insgesamt, ernähren sich etwas besser, haben einen etwas gesünderen Lebensstil, haben dadurch ein stärkeres Immunsystem, während wer arm und dumm ist, hat keine Chance gegen die Marktwirtschaft, weil die mit ihren Manipulationen und ihren gewinnbringenden Irrtümern die Leute so in die Irre führt, dass sie sich total krankmachend ernähren und dadurch ihr Immunsystem schwächen und dadurch früher sterben, ne? Ja, und dann noch kurz zum Thema Soziokratie, das aufgetaucht war. Ich mache erstmal wieder unser schönes Tagesbild wieder. Man ahnt da wohl, dass Politiker sich vor Wahlen um die Bürger kümmern und danach mit der High Society leben. Erinnern wir uns nur an Gerhard Schröder, den Genossen der Bosse, ja? Es ist ganz menschlich, da wir die Wohlfühlstimmen bisher nicht haben als neue Wahlstimme, die die Politiker dazu bewegt, auch jeden Tag für die Bürger zu arbeiten und für das Wohlfühlen der Bürger zu arbeiten, ist es ganz menschlich. Vor den Wahlen verspricht man halt, dass man das und das tun würde und kümmert sich auch wirklich rührend um die Bürger. Dann sagen die Bürger okay, denn die Masse der Bürger vergisst sehr schnell. Die sagt dann, jetzt glaube ich denen, die werden mir also in den nächsten 5 Jahren dann für mich arbeiten. Und sobald die Wahl vorbei ist, ist es ganz menschlich, dass die Politiker einfach die Gemeinschaft der High Society suchen, der Lobbyisten, der Großkonzerne, den Kontakt zu Bill Gates, wie es Kanzlerin Merkel gemacht hat. Und Gerhard Schröder war als Kanzler der Genosse der Bosse, ja. Das ist ganz menschlich, dass man einfach dann mit der High Society sich abgibt und dann wird man natürlich auch so ein bisschen davon beeinflusst und dabei vergisst man halt so die Masse der Wähler so ein bisschen und das lässt sich nur lösen mit der Wohlfühlstimme als Lösung und die Soziokratie, das muss man mal diskutieren, ob das
überhaupt was bringt, denn wie gesagt, wir brauchen eine echte Demokratisierung der Gesellschaft. Ja, so viel für jetzt, für diese Sendung und wie gesagt, bitte ganz viele andere Sendungen schauen, damit Sie den gesamten Ansatz der Weltheilung durch Beendigung der Marktwirtschaft, durch Beendigung des Kapitalismus auf sanfte, wissenschaftlich fundierte Weise auch wirklich ganz verstehen. Tschüssi, bis bald.